Die Zwickauer Kreisräte haben auf ihre Sitzung am 6. Dezember den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Allerdings wurde der Ton der Abgeordneten rauer. Der Haushalt wurde im September eingebracht und wird seitdem in den verschiedenen Gremien diskutiert. Doch die stattliche Anzahl von 11 Änderungsanträgen zeigt, dass bei weitem keine Einigkeit herrschte. Einige davon wurden teils leidenschaftlich diskutiert. Es wurde sogar laut im Saal. Also die heutige Sitzung, muss ich wirklich sagen, hat mich betroffen gemacht, weil es um den Haushalt ging in der Form, dass wir wieder 380 Millionen insgesamt ausgeben, aber dennoch sich verschiedene Personen, Fraktionen, sage ich mal, zusammentun, um kleine Dinge, die wir den Familien zukommen lassen könnten oder der Jugendhilfe oder Kinder, die im Heim sind, in Absprache ablehnen, aber gleichzeitig sich freuen oder auch untereinander ausmachen, dass der Landrat, was auch okay ist, 1,6 Millionen Euro, die wir zu viel haben, durch die Kreisumlage zurückgibt. Hätte man einen Kompromiss gemacht, hätte man die 200.000 für die drei Projekte ausgegeben, da ging es um Familienzentrumstellen, es ging um Essensgeld für die Heimkinder, dann hätte man locker 1,4 zurückgeben können und 200.000 in soziale Sachen stecken können. Wäre vertretbar gewesen. Wollte die GroKo nicht und das macht mich traurig in der Weihnachtszeit. Allein die Debatte um den Haushalt 2018 nahm etwa 4 Stunden in Anspruch. Die Wichtigkeit dieses Tagesordnungspunktes zeigt sich auch in der anschließenden Auswertung der Fraktionsvorsitzenden. Ja, für uns war natürlich am wichtigsten für die Fraktion Freie Wähler ganz einfach die Beschlussfassung im Haushalt. Es ist mehrheitlich zugestimmt worden. Ich bin zufrieden, dass es zu einer Kreisumlage mit 33,69% Hebesatz gekommen ist. Das lässt uns als Kommunen leben. Wir haben einen Freiraum. Natürlich ist es schon relativ viel Geld, was die Kommunen im Prinzip an den Landkreis 2018 überweisen werden. Auch die CDU-Fraktion beteiligte sich maßgeblich an den Debatten. Wenig erstaunlich, auch hier das bestimmende Thema aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden. Also in dieser Sitzung war natürlich völlig klar das zentrale Thema die Haushaltsberatung und den Haushaltsbeschluss für 2018. Der ist erfolgreich jetzt durchgegangen. Und da gab es natürlich zum einen erstmal ein paar Grundsatzreden, aber zum anderen auch ein paar Änderungsanträge, die nicht ganz so einfach waren. Wir haben ein Konzept vorgelegt, in dem wir sagen, wir wollen bestimmte Dinge unterstützen, zum Beispiel die Industriekultur 2020, die in Sachsen stattfindet, dass dort mehr gemacht werden kann. Wir wollen den Naturschutz, Naturschutzstation, dass es sich weiterentwickelt. Wir haben auch den Antrag von der SPD unterstützt, dass wir uns ein Klimakonzept, haben wollen im Landkreis, dass es begonnen wird. Und dann gab es ein paar strittige Themen zum Thema Jugendhilfe. Der Jugendhilfeausschuss ist autark. Wir wollen 2019 das Ganze evaluieren. Das ist im letzten Kreistag beschlossen worden. Und deswegen haben wir uns gegen Anträge gestemmt, die heute Festlegungen treffen, die dann 2019 nicht mehr zurückgenommen werden können. Also so wollten wir bei dem bleiben, was in dem letzten Kreistag beschlossen worden ist. Bis auf eine Ausnahme, und das halte ich auch für gut, dass wir sagen, wir wollen die Familienzentren, die es gibt, 4 Stück im Landkreis, wo die bislang mit einer halben Stelle ausgestattet sind, auf eine Stelle aufweiten. Das muss auch über den Jugendhilfeausschuss passieren. Es wird nicht sofort passieren, weil es da Vorlauf gibt dafür, aber der Weg ist jetzt bereitet. Es standen aber noch viele weitere Dinge auf der Tagesordnung. Sie umfasste diesmal insgesamt 22 Punkte. Ach, es war ein ganz gemischter Kreistag dazu. Neben einer ganzen Reihe von Personalentscheidungen, die einfach mit Ausscheiden, Nachrücken und Änderungen zu tun hatten, haben wir über die Rettungswachen und deren Inhaberschaft gesprochen und beschlossen. Wir haben dafür gesorgt, dass auch ab 2019 die Linien, die kreisübergreifend im Nahverkehr fahren, weiterfahren können. Das waren Vereinbarungen mit dem Erzgebirgskreis, mit Mittelsachsen, mit der Stadt Chemnitz. Wenn das nicht gelungen wäre, hätten wir diese Linien einfach an der Stadtgrenze brechen müssen, was natürlich nicht im Sinne des Kunden sein kann dazu. Wir haben Beschlüsse gefasst über die Verkäufe der Anteile der Citybahn. Also alles Sachen, die eigentlich mit viel Aufwand, mit einer ganzen Menge Geld in Verbindung standen und die relativ harmonisch
beschlossen worden sind. Dann haben wir natürlich das Lieblingsthema in jedem Jahr, der Kreishaushalt, der letztendlich mit einigen Änderungen auch beschlossen worden ist dazu. Allerdings hat man dort auch gemerkt, dass das Miteinander auf einer anderen Stufe steht jetzt. Und da bin ich über die Art und Weise der Auseinandersetzung gerade von den Kollegen aus der AfD schon entsetzt. Gerade die langen und zahlreichen Redebeiträge, viele davon auch spontan, waren bestimmend für diese Kreistagssitzung. Daraus resultierte auch deren unerwartete Länge. Ja, es war überraschend, eine sehr lange Sitzung, muss ich sagen. Es war eigentlich so nicht geplant und nicht abgesprochen. Das Hauptthema, und das hat ja am längsten gedauert, ist der Haushalt für das Jahr 2018. Das Königsthema eines jeden Kreistages. Und es gab da ja, war auch neu, sehr viele Änderungsanträge. Das war was ganz neu war auf dem Gebiet. Ich habe das gesagt. Es ist ein Zeichen, dass sich die Fraktionen mit dem Haushalt doch intensiver beschäftigt haben, vielleicht als in den Vorjahren, dass es viele Ideen, viele Vorgaben gab, was man noch ändern könnte an dem Haushalt. Lag nicht an der Qualität des vorgelegten Haushaltes. Aber es gibt zurzeit eben doch eine Menge Möglichkeiten, auch noch etwas zu tun, was über das, was bisher eingepreist war, schon gemacht worden ist. Wir haben gemeinsam mit den Vertretern der Freien Wähler, auch das ist was Neues, 3 Änderungsanträge eingebracht, die inhaltlich auf das soziale Problem gerichtet waren. Der eine, den Landrat zu beauftragen, mehr Geld zu eruieren im Land, weil das Land die Mittel für die Jurenpauschale ja mal radikal gekürzt hat, wo es dem Land angeblich schlecht ging. Jetzt geht es dem Land so gut, die haben seit 2012 allein durch die zusätzlichen, über die Schätzungen der Steuerschätzungen hinausgehenden Sachen auch diesmal wieder 300 Millionen Euro mehr eingenommen, als was sie sich überhaupt vorstellen konnten. Und das Geld ist irgendwo in Dresden nicht vorhanden, wird nicht weitergereicht. Und deswegen ist es, und das haben wir gesagt, gemeinsam, da muss mal was getan werden. Die anderen Sachen waren ganz konkret 2 Geschichten zur Jugendhilfe, die uns sehr am Herzen lagen. Die eine ist doch durchgekommen, zwar nicht unser Antrag mit den Familienzentren, sondern das ist über den Umweg der CDU und der SPD etwas anders formuliert worden. Und das dritte, unser Antrag, die Paragraph 11, mehr Geld auszugeben oder mehr Geld einzusetzen für dringende, notwendige Geschichten, ist abgelehnt worden. Leider auch mit den Stimmen der SPD. Und das war das für mich eigentlich Enttäuschende, dass die SPD sich hinter der Großen Koalition, hinter der CDU versteckt hat. Sie hatten bis vorige Woche keinen einzigen eigenen Antrag eingebracht und machen jetzt mit der CDU plötzlich hinter dem Rücken oder mit dem Rücken zur Wand mit der CDU Änderungsanträge. Und sie haben sich damit eigentlich selbst disqualifiziert, weil das gegen sich auf dem sozialen Gebiet nur mit Formulierungen, man sollte, man könnte, man soll es mal delegieren. Es ist eigentlich keine Politik einer sozialdemokratischen Partei, die sich da doch mal ganz anders präsentiert hat. Und so ging gegen 21 Uhr eine wenig besinnliche Adventskreistagssitzung nach 5-stündigen Debatten zu Ende.